Der Bürger wird von dem Staat immer mehr in die Zange genommen, gerade die Mitte. Mehr Steuern, mehr Sozialabgaben, mehr Bürokratie. Und unser Kampf muss dahin gehen, ihm wieder Freiraum zu geben. Es muss von Brutto mehr Netto übrig bleiben. Deshalb brauchen wir Reform, Veränderung. Wir haben Teile der deutschen Volkswirtschaft, wo der Wettbewerb nicht richtig funktioniert. Die Energiepreise sind zu hoch. Bei funktionsfähigem Wettbewerb werden sie niedriger. Wir haben Monopolstrukturen. Das muss geändert werden. Alles dies sind wichtige Aufgaben, damit die soziale Marktwirtschaft ihre Funktion erreichen kann. Wohlstand für alle, mehr Arbeitsplätze und wieder mehr Netto vom Brutto in den Taschen der Bürger.